Wie bereits in meinem vorigen Video erwähnt, kommt natürlich noch ein Action Haul. Und zwar habe ich mir diesen Regalboden mitgenommen. Der kostet 3,95 €. Da wollen wir bei uns im Wohnzimmer, der soll da an die Wand. Allerdings passt das Braun nicht. Und deswegen habe ich mir hier diese Home Deko Farbe mitgenommen. In so einem. Ja, wartet mal, steht da irgendwo drauf, welche Farbe das ist? Ah, Sugar. Ja, und da wollen wir dieses Brett hier, das will ich in der Farbe anstreichen. Das ist nicht so direkt das Weiß, das ist so ein Grau-Weiß. Ja, also ich finde, das sieht nicht direkt weiß aus. Das hat gekostet 1,99 €. Mal schauen, wie das ist. Da ist ja im Moment bei Facebook ganz großer Hype. Alle bestreichen ihre Möbel damit, auch mit dieser Kalkfarbe da. Und ja, auf jeden Fall, dann habe ich mir hier so ein Spitzenband nochmal mitgenommen. Das fand ich ganz cool, dass hier so ein richtig dickes mal bei ist, also ein richtig breites. Da ist jeweils 2 Meter drauf. Und man könnte sie sogar kombinieren. Es gibt Teelichthalter, glaube ich, bei Action. Die sind genauso aufgebaut. Also da ist das dicke Band ums Glas rum und oben drauf nochmal so ein dünnes. Ja, will ich mal testen, wie das aussieht. Fand ich jetzt sehr schön, dass das halt, wie gesagt, so ein dickes Band war. Das hat gekostet, Spitzenband, 92 Cent. Dann war ich eine Weile schon auf der Suche nach diesem Motivlocher. Und zwar hatte ich mir ja den Kreisstanzer geholt. Das habe ich euch in einem Video gezeigt. Das hier ist auch ein Kreisstanzer, relativ klein. Würde behaupten, 1 Zentimeter Durchmesser. Was ich hier aber ganz cool finde, sind halt hier diese Rillen an den Seiten. Ja, diesen. Der hat gekostet 16 mm. Na gut. Ach, hier unten steht es ja auch. Ich habe aber auch immer ein Talent dafür, weil ich Preise nicht sehe, Größen nicht sehe. So, auf jeden Fall, der kostet 99 Cent. So, dann gab es bei Action, gibt es hier so eine Boxen neu, Filzsticker. Also, ja, eigentlich. Doch, ich glaube schon. Da gibt es ja auch so Glitzer-Sticker und sowas hier, so Formsticker. Und da könnt ihr mal reinschauen. Und da habe ich mir mal ganz mühevoll für euch, auch weil es mich selber interessiert hat, mal sortiert, was da alles bei ist und in welchen Farben. Also da haben wir hier eine Robbe ist bei, Elefant, Schaf, Bär, Hund, Katze, Hase und Eule. Und dann können wir hier mal gucken. Da haben wir hier so ein hellgrün, dunkelblau, hellblau, lila, rosa, rot, orange und gelb. Und die Sorten sind drinne und von denen ist auch jeweils einmal die Farbe mindestens dabei und halt noch einige mehr. Also die Hasen, das war glaube ich alles. Da sind nur diese Anzahl drinne. Aber wie gesagt, hier seht ihr Schaf und Katze und keine Ahnung was, da sind halt noch mehr drinne. Also gezählt, wie viele von welchem habe ich jetzt nicht. Aber einfach mal so interessenhalber wollte ich wissen, welche Farben sind alles bei und sind von allem alle Farben dabei. Und ja, ist so. So, als ein bisschen komplizierter gelernt, aber naja. Das hat gekostet 1,58 €. Dann habe ich mir als nächstes, heißt auch ein Bon, gestalten Sie Ihre eigene Tischdeko. Genau, da steht auch Ostertischdekoration. Das sind so Hefte. Die sind so aufgebaut. Da sind dann immer jeweils, ja, braucht man im Prinzip nur noch ausschneiden und zusammenkleben. Ganz viele verschiedene so Boxen und hier so ein Körbchen und ja, sowas alles. Hier so ein, das ist so ein, hier so ein Huhn, was man so aufstellen kann. Und ja, so. Hier ist es alles nochmal auch gezeigt, was drin ist. Und was ich hier aber ganz interessant fand, dadurch, weil man es ja selber ausschneiden muss, hat man eben hier auch nochmal farbiges Motivpapier. Wenn man jetzt sagt, nee, ist nicht so meins, brauche ich nicht, kann man halt immer die Rückseite noch verwenden. Und das finde ich halt ganz praktisch. Ja, dieses. Und dann schauen wir mal, ob ich jetzt schlauerweise identisch dasselbe... Ach nee, also es ist von den Formen dasselbe. Hier seht ihr zum Beispiel... sind die Flügel unten anders oder hier die Hasen sind andere Farben. Aber von der Anzahl her sind, oder von den Formen sind es dieselben Boxen. Ah, hier hinten steht auch, 4 Hasen sind bei, 4 so eine Ostereier, 4 Körbe und 4 Küken. Ja, und wie gesagt, das sind dann halt bei jeweils verschiedene Farben halt einfach. So, kann ich euch das ja auch nochmal schnell zeigen. Das, wie gesagt...
ganz viele verschiedene Farben. Und hier sind die Osterkörbe natürlich ganz hübsch. Und vor allen Dingen finde ich es halt auch cool, dass man sich davon, schneidet man sich eins aus und macht sich eine Schablone fertig. Hier könnte man ja zum Beispiel den Hasen weglassen, dann hat man halt eine schöne Box als Schablone auf Cardstock drauf und dann hat man es ja, eben auch für andere Anlässe. Ne? Das ist natürlich nicht schlecht. Ja, dieses beides, da hat ein Heft 99 Cent gekostet. Dann als nächstes habe ich nochmal diese Holzbuchstaben. Da bin ich immer noch auf der Suche nach den Weißen. Da finde ich auch diese Idee, die im Moment im Umkreis ist, bei Facebook ganz viel gesehen, so ein Bilderrahmen und dann macht man ne, die Namen von sich und dem Partner und den Kindern oder wie auch immer. Wir haben jetzt keine Kinder. Aber halt, das finde ich ganz hübsch. Und ich habe im Wohnzimmer so ein cooles Bild zu hängen, was ich eigentlich auch eine ganz geile Idee finde, da in den Streifen denn so Wörter reinzumachen. Ja, mal gucken. Wenn was fertig ist, zeige ich es euch natürlich. Und ja, deswegen, da sind jeweils, also das komplette Alphabet und jeder Buchstabe dreimal drin. Und ja, aber ne, man hat ja E und sowas alles, braucht man natürlich öfter. Und deswegen habe ich nochmal schwarz mitgenommen. Da kostet die Box 99 Cent. Jetzt kommt was Neues. Es gibt, ah, ich habe da bestimmt schon gesehen, neue Breads. Da gibt es einmal diese Variante. Die finde ich sehr schön. Also ich finde diesmal alle eigentlich relativ gelungen. Da ist ja auf der Rückseite drauf, was es alles gibt. Immer 8 verschiedene gibt es. Dann diese Variante. Die ist schon fast ein bisschen Vintage, aber eben im Rosaton. Hier haben wir wieder Geburtstag. Ist auch meistens dabei. Die finde ich am allerschönsten. Ich finde die finden, glaube ich, alle schön. Schöne Sprüche halt auch. Ja, das habe ich eigentlich alle. 2, 4, 6. Ah, mir fehlen 2. Oh nein. Dieses. Und dieses. So, dann schauen wir mal, was fehlt. Ah, das da fehlt auf jeden Fall. Und die Schmetterlinge fehlen. Aha. Ist gemerkt. Die beiden grünen, siehst du? Seht ihr? Ja, das fehlt auch grün. Ist das hier? Ach du Kacke. Das ist auch noch ein altes. Jetzt sind die da auch noch gemischt. Also, ihr müsst aufpassen, da sind alte und neue gemischt drin. Hier, das ist noch ein altes. Also seht ihr mal auf der Rückseite, dass ihr euch am besten ein so eins nehmt. Dann fehlt mir ja noch eins. Hier, das hier fehlt mir auch noch. Dass ihr euch so eins am besten nehmt. Guckt da, wo das Schwarze mit drauf ist. Und da dann schaut, wenn ihr alle 8 haben wollt. Ja. Das wandert dann in irgendeine Tauschpost. Dann als, ach so, einmal Breads. Die kosten Rundkopfklammern. Kosten 85 Cent ein Paket. Dann gibt es hier neu so Make Your Own Easter Bun Ding. Warte, hier steht es auf Deutsch drauf. Basteln Sie Ihre eigene Ostergirlande. Da fand ich jetzt die Variante am schönsten. Ich packe euch am Ende wieder Fotos, was es noch alles so Neues gibt, wofür ich aber einfach keinen Bedarf habe und deswegen nicht gekauft habe. Aber für manche ja, sind ja andere Sachen interessant. Da gibt es auch noch eine grüne und eine gelbe Variante. Das seht ihr am Ende. Da steht bei dem Foto auch kein Preis drauf, weil ich den, als ich die Fotos bearbeitet habe, nicht wusste. Da kostet ein so ein Paket 99 Cent. Die sind halt hier so aus MDF. Dann ist so Motivpapier drin. Ach, das sind so Perlen, denke ich mal, so Zwischenperlen. Genau, Perlen, Formpads und Band. Genau, 1 Meter Band. Ja, braucht man dann nur noch zusammenbasteln und dann hat man eine gelandet. Man kann sich ja im Prinzip auch 4 einzelne für einen Osterstrauß. Man muss sie gar nicht farblich hinterlegen. Hier sind sie ja farblich hinterlegt. Man kann ja nur die Umrandung zum Beispiel machen oder. Ja, die finde ich halt ganz schön. Habe ich gesagt, 99 Cent, genau. Dann habe ich mir von denen hier, gibt es ja einige neue, da habe ich mir jetzt diese Variante genommen. Das sind so Stoffklebebänder. Da sind 3,50 Meter drauf. Da kostet 1,59 Cent. Und jetzt habe ich noch 3 Sachen. Da kann ich euch leider keinen Preis sagen, weil ich den Bon nicht mehr habe. Gibt es auch neu so Filzsticker. Filzsticker ist wie Strasssteine. Mein Gott. Filzsticker. Da sind so, sowas kann sich natürlich auch super selber machen. Aber ja, also so aus verschiedenen Filzteilen aufeinander kleben. Aber die fand ich sehr, sehr schön. Gibt es so Blumen und Schmetterlinge und ja, in richtig knallig Frühlingsfarben.
einmal diese Variante. Und dann habe ich nochmal für das Album, was ich ja gerade mache, habe ich nochmal diese kleinen Tierchen, Eidechse, Schildkröte, Möwe, so kleine Tatzen. Und mal reinschauen, was noch so drin ist. Kipp mal Oma hier rein, wa? So, also haben wir hier Schildkröten. Die sind auch relativ hier. Das eine sind so drei Schichten aufgebaut, schön dick. Sag mal hier. Ein Fisch mit Wackelauge. Das sind auch Schichten. Was haben wir hier noch? Ah, hier steht Wild drauf. Seht ihr das? Ja, so. Ja, und ich glaube, das war's. Hier sind Eidechsen. Ja, das war's. Das ist da alles drin. Soll ich das hier auch noch auspacken? Könnt ihr das auch sehen? So, hier haben wir große und kleine. Oh, guck mal. So eine Blume und so eine Blume und so eine Blume. Und hier so ein Schmetterling. Die Blumen hatten wir schon. So eine mit Blätter hatten wir auch. Auch. Zack, zack, zack. Schmetterling. Ah, hier ist nochmal so ein anderer Schmetterling. So und so alles. Könnt ihr ja mal drunter schreiben, ob euch das die Art auch so gefällt, dass man halt, ich finde es immer ganz interessant, man sieht halt immer die Tüten und denkt so, ja, kann ich das gebrauchen? Und dann denkt man, boah, ja, genau so eine Blume brauche ich. Ja, das ist hier drin. Und dann habe ich noch, wo ich ebenfalls nicht den Preis weiß, gibt es so verschiedene neue Sticker. Jo, einfach Sticker. Da ist auch nur ein Blatt drin. Ich würde behaupten, irgendwas 52 Cent oder so, aber ich kann es euch leider nicht genau sagen. Die gab es auch in verschiedenen, so in Kraftfarben, glaube ich, was so aussieht wie Kork. Und ja, und da fand ich halt schön, dass die beiden sind ja halt nicht bedruckt. Da kann man dann zum Beispiel raufstempeln oder noch was anderes oben raufkleben. Einen anderen Sticker mit einem schönen Spruch. Und ja, das. Und das war's von Action. Wie gesagt, ich bin wild auf der Suche nach den neuen 30,5x30,5 Blöcken, nach den Twin-Markern. Und ach, es gibt schon wieder so viel Krams, Neues, was ich unbedingt brauche, ohne dem ich nicht leben kann. Und ja, wenn ich irgendwas finde, kommt der nächste Haul. Wie gesagt, jetzt im Anschluss nochmal Bilder und dann einen schönen Tag. Tschüss!